Hitze, Schlacht statt Schneegestöber, der 32. NTT Data City Lauf in Dresden war in vielerlei Hinsicht einmalig, zum ersten Mal im Juni gestartet und nicht wie sonst im März als Rundkurs durch die wunderschöne historische Dresdner Altstadt. 3x 3,33 Kilometer, also insgesamt wie immer traditionell ein Zehner. Und da entwickelte sich bei den Herren bei Zeiten ein einsames Rennen für zwei Gäste aus Kenia. Samuel Mailu hatte am Ende die Nase vorn. Lavi Kosgei, sein Landsmann, hatte diesmal nichts entgegenzusetzen. Spannend war es im Elite-Rennen der Damen. Die liefen lange Zeit gemeinsam gegen die Hitze, bis am Ende die Ukrainerin Maria Matsudenko die schnellsten Beine hatte. Eine Hitzeschlacht, aber eine mit vielen glücklichen Gesichtern am Ende. Wieder eine großartige Veranstaltung für die Elite und natürlich auch für all die Volksläufer danach beim Dresdner Citylauf.